Er überragt sie alle im Himmel von New York seit seiner Einweihung im Jahr 2014. Sein offizieller Name lautet One World Trade Center, genannt Freedom Tower, der Freiheitsturm. 541 Meter hoch, 1776 Fuß. 1776, das ist auch das Jahr der amerikanischen Unabhängigkeit. Ein Wolkenkratzer als Symbol für die Resilienz, die Widerstandskraft der Stadt. An dieser Stelle der früheren Zwillingstürme liegen nun zwei riesige Wasserbecken. Darauf eingraviert sind die Namen der Anschlagsopfer vom 26. Februar 1993, aber vor allem auch vom 11. September 2001. An den Geburtstagen der Toten ziert eine weiße Rose den Namen. Ihr Name ist nicht draußen eingraviert. Sie hat überlebt. Ihr Name steht im Inneren der Gedenkstätte, gleich neben ihren Schuhen. Sie hatte sie wenige Tage vor dem 11. September gekauft. Ein strahlender Tag bis zu jenem Augenblick. All of a sudden there was a loud boom. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Ich arbeitete im 97. Stock im Südturm des World Trade Centers. Es wirbelten Flammen, Rauch und Papier durch die Luft. Die Leute begannen zu schreien. Wir wussten nicht, was da los war. Also stand ich auf und schaute von meinem Büro aus zum Nordturm. Dann überrollte uns eine Hitzewelle, als hätte man eine Ofentür geöffnet. Ich wurde von der Menge mitgerissen, die hinausströmte. In dem Moment zog mir ein Typ die Schuhe aus. Mir war klar, dass ich auf diesen Absätzen keine 97 Stockwerke schaffen würde. Als ich den etwa 17. Stock erreichte, hörte ich ein lautes Rauschen wie ein Zug über mir. Und dann begann das Gebäude hin und her zu schwanken. Ich schloss meine Augen und schrie so laut wie noch nie in meinem Leben. Ich dachte, das war's jetzt und alles ist vorbei. Ich weiß noch, wie ich mir die Hände vors Gesicht schlug und dachte, oh mein Gott, was ist da nur passiert? In gewisser Weise kam ein Teil von mir nie wieder zurück nach Hause an jenem Tag. Ich habe mich verändert und ließ etwas von mir hier zurück. Hier ist der konkrete Beweis dafür. Für mich sind viele von meinen Freunden und Kollegen immer noch hier. Auf diese Weise kann ich bei ihnen sein. Zwanzig Jahre danach bauen sie noch immer rund ums World Trade Center. Bis 2023 soll hier eine Konzerthalle stehen. Die Trümmer von damals sind längst geräumt. Nur die Körper und die Seelen vieler Überlebender dürsten noch immer nach Heilung. Sie können nicht vergessen, was ihnen angetan wurde. Zwei halbe Tage pro Woche wird Richard medizinisch behandelt. Am 11. September 2001 war er ein sogenannter First Responder, ein Ersthelfer. Als Feuerwehrmann half er, wo er konnte. Doch was er an jenem und den folgenden Tagen alles einatmete, das machte ihn krank, sehr krank. Ich lasse hier mein Blut reinigen von den Schwermetallen, die ich am 11.9. abgekriegt habe.
Ich hatte sehr viel Blei und Cadmium im Blut. Ich habe eine interstitielle Lungenerkrankung, Lungenfibrose, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung und Asthma. Dazu noch eine Herzkrankheit. Ich hatte schon zwei Infarkte. Ich hatte Gewebeknoten in der Lunge. Ich kenne den medizinischen Fachausdruck nicht, aber der Asbest greift die Lungenschleimhaut an und das verengt die Lunge. Es ist traurig, aber das ist mein Leben. Aber ich genieße jede Minute mit Familie und Freunden und in der Natur. Ich hielt mich davor schon für demütig, aber so etwas lehrt dich wahre Demut und das Leben wertzuschätzen. How are you? Good. Good to see you. How are you feeling today? Die Ärzte gaben Richard nicht mehr lange zu leben. Von den $82.000 Opferentschädigung ist wegen seinen vielen Krankheiten kaum noch etwas übrig, denn seine Krankenversicherung übernimmt nicht alle Kosten. Für etwa die Hälfte der Behandlung erhalte ich kein Geld. Das habe ich ihm erzählt und jetzt sorgt er sich um mich. Er kommt hierher, setzt sich neben mich und macht sich Sorgen. Ich habe ihm gesagt, dass mir das egal ist. Aber natürlich könnte ich das nicht für jeden tun. Nach dem Arzttermin in Manhattan fährt Richard wieder heim nach Long Island. Jedes Mal ist er mindestens 2 Stunden unterwegs. Zu Fuß, mit dem Zug und mit dem Auto. Eine Tortur in seinem körperlichen Zustand. Richard sagt, er habe in seiner Nähe leider keinen ihm so zugewandten Arzt gefunden. Er hat alles durchgerechnet. Nur mit dem Auto wäre noch teurer. Außerdem: Ich vergesse sehr viele Dinge einfach. Manchmal sitze ich am Steuer und weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich versuche dann herauszufinden, wo ich bin und wohin ich fahre. Das ist frustrierend. Und es macht echt Angst. Ich schaue ständig auf meine Uhr und mein Handy. Da notiere ich mir, wohin ich gehe. Und ich kann mir kaum etwas merken. Als ich sie das erste Mal traf, brauchte ich ewig, um ihren Namen zu behalten. Er blieb einfach nicht hängen. Früher war ich wie ein Schwamm. Aber wenn ich Ihnen jetzt eine Zahlenreihe wiederholen soll, ist das für mich fast unmöglich. Aus purer Empörung über solche Schicksale gründete John Feel eine Stiftung zur Hilfe für Ersthelfer. Vor 20 Jahren verlor er bei der Trümmerräumung einen Fuß. Der Unfall passierte 96 Stunden nach den Anschlägen. Somit hatte er keinerlei Anspruch auf finanzielle Hilfe. Unfassbar, nach 10 Wochen Krankenhaus, 2 Jahren Psychotherapie und 3 Jahren Reha. Der ehemalige Bauarbeiter engagierte sich für ein Entschädigungsgesetz. Es wurde 2016 beschlossen. Damit sie weiter Beihilfen beschließen, reist er mit seinen Leuten regelmäßig nach Washington und übt Druck aus auf die politischen Verantwortlichen jeglicher Couleur. Mir ist es egal, ob einer Republikaner oder Demokrat ist. Es geht hier um Menschenleben und um Leid. Die Gesinnung ist mir egal. Mich interessiert auch nicht, was einer morgen zum Mittag isst oder was er im Sport für ein Lieblingsteam hat. Mich interessiert nur, ob er uns dabei hilft, die Helden und Überlebenden vom 11. September zu unterstützen. Nichts anderes. Bezeichnen Sie sich selbst als Lobbyist? Nein. Lobbyisten werden von einer Seite dafür bezahlt, dass sie die andere Seite angreifen. Sie werden von bestimmten Interessengruppen bezahlt, die sich dadurch Vorteile sichern. John hat für die Ersthelfer ein Denkmal bauen lassen, nicht weit von seinem Zuhause in Long Island. Sein Baby, wie er es nennt. Weit weg vom pulsierenden Leben in Manhattan. Hierher treibt es einen nur zum Gedenken, sagt er. Zur Würdigung des Zusammenhalts unter den Helfern, die jedes Jahr weniger werden. An jenem Tag treffen wir den Ex-Feuerwehrmann Richard wieder, ein Weggefährte von John.
Ohne dessen Einsatz sähe Richards Leben wohl ganz anders aus. Ich wäre jetzt finanziell am Ende. Ich habe meinen Job verloren und meine Renteninvestitionen. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch am Leben wäre. Vor 2,5 Jahren gaben sie mir noch etwa 3 bis 5 Jahre. Niemand weiß, was passieren wird. Aber ohne diese Behandlungen wäre ich ganz sicher nicht mehr hier. Wegen Covid musste ich damit aufhören. Doch jetzt geht es wieder bergauf und weiter mit den Behandlungen. Finanziert durch das Gesetz für Gesundheitsfürsorge, für das die Feel Good Foundation gekämpft hat. Abermals mein Retter in der Not. Zurück nach Manhattan, um zu verstehen, nach welchen Regeln die Opfer entschädigt werden. Der Gesetzgeber dachte sich, die Anschläge haben die ganze Stadt getroffen, doch einige Viertel mehr als andere. Nur die Überlebenden innerhalb eines von der Canal Street begrenzten Dreiecks haben Anspruch auf finanzielle Hilfe und medizinische Versorgung, allerdings nur für körperliche Verletzungen. Das bestätigt auch Linda, die Besitzerin der blutigen Schuhe. Sie lebt hier in New Jersey. Am 11. September 2001 verlor sie 86 Kollegen und Freunde. Körperlich blieb sie unversehrt. Und damit auch ohne Entschädigung. Mir ist bewusst, was für ein Glück ich hatte, wieder arbeiten gehen zu können und selbst für mich und meine Familie zu sorgen. Ich brauchte diese finanzielle Hilfe also nicht. Aber ich ging halt auch wieder arbeiten, weil ich sie eben nicht erhielt. Es ist also eine zweischneidige Sache. Linda hat zwar keine Verletzungen am Körper, dennoch kommt sie nicht richtig zur Ruhe. Sie leidet an einer PTBS, einer posttraumatischen Belastungsstörung. In den Monaten nach den Anschlägen konnte sie nicht mehr arbeiten. Eine Zeit lang ging sie zu einem Therapeuten, stellte das aber wieder ein. Vor 10 Jahren brauchte sie erneut psychologischen Beistand. Sie brauchte nie Medikamente. Manchmal überkommt sie noch ein Zittern. Aber insgesamt geht es ihr heute deutlich besser. Dieser klinische Psychologe sagt, jedes Opfer habe seinen eigenen Rhythmus. Seit 4 Jahren macht Scott Bartels hier eine Therapie. Good afternoon, Scott. Hey Doc, how good you to see you. Nice Hi, to see you too. Er installierte und reparierte Heizkörper, als die Anschläge sein Leben tief erschütterten. All right. Lay down. All right. People like yourself who survived. Wer wie Sie den 11. September überlebt hat, musste seine Gefühle viele Jahre lang unterdrücken, nicht wahr? Wir sprachen ja bereits darüber. Und jetzt kommen diese unterdrückten Gefühle umso stärker wieder hoch. Ich wache jede Nacht um 3 Uhr auf. Auch wenn ich um 12 zu Bett gehe oder um 2, bin ich um 3 wach. Ich kämpfe immer noch mit der Schlaflosigkeit. Ich sehe, wie die Flugzeuge die Stadt überfliegen. Und dann frage ich mich, wann eins dieser Dinger explodiert oder in den Freedom Tower kracht. Ich sitze draußen und dann gehe ich wieder rein. Was könnten Sie sich selbst zur Beruhigung sagen? Dass es nicht passieren wird. Aber vielleicht schaffen Sie es, sich selbst zu sagen, toll, dass die Flugzeuge wieder fliegen. Toll, dass die Leute wieder reisen. Denken Sie, Sie könnten mittlerweile versuchen, sich so etwas zu sagen? Ja, könnte ich. Sie wissen ja, wie es früher war. Ich mochte keine Menschenmengen, wäre niemals in eine U-Bahn gestiegen, heute erst recht nicht. Sie sagt, sie würde gerne ausgehen, sie tanzt gerne, wissen Sie? Sie würde also gerne zum Tanzen gehen, aber ich habe immer diesen Mist im Hinterkopf, dass etwas passieren wird, dass jemand eine Waffe zückt oder mit einem Auto durchdreht. Sie sagt mir, dass ich aufhöre,
aufhören soll, so zu denken. Aber das geistert immer in meinem Herzen und in meinem Hinterkopf herum. Sie wissen ja, wie das ist mit einem Posttrauma. Man sieht sich ständig um, ist ständig auf der Hut, beobachtet ständig die Lage. Natürlich ist es absurd, aber nach einer Weile schlaucht dieses ständige Umschauen auch ziemlich. Es gab deutlich über 100.000 Ersthelfer. Laut Schätzungen leiden 10-20% der Überlebenden immer noch an posttraumatischen Belastungsstörungen. Denn es war ein sehr schwerer Terrorakt für die ganze Stadt, für das ganze Land und sogar für die ganze Welt. Vermutlich litten Hunderttausende von Menschen nach dem 11. September an posttraumatischen Störungen. Und wir vermuten, dass diese Symptome bei etwa 10% von ihnen noch andauern. Das bestätigt auch diese Spezialistin für posttraumatische Störungen. Für einige Opfer vom 11. September sind die Symptome manchmal noch einschränkender. Eine meiner Patientinnen war Touristenführerin im World Trade Center. Sie wollte gerade den Aufzugknopf drücken, als das Flugzeug in das Gebäude einschlug. Sie konnte jahrelang keinen Aufzug mehr betreten. Denn das Drücken des Aufzugknopfs verband sie mit dem Flugzeugeinschlag in den Turm. Sie wusste natürlich, dass das irrational ist, aber es geht einfach nicht. Vielleicht kann sie jetzt wieder einen Aufzug betreten, wenn jemand anderes den Knopf drückt, aber niemals sie selbst. Nach seiner Therapiesitzung lädt uns Scott zu sich nach Hause ein. Er lebt im Süden von Queens, einem Bezirk in New York. In half a mile. Rockaway Beach verdankt seine Berühmtheit nicht den Wohntürmen aus den 60er Jahren, sondern den 9 Kilometern Strand. Sofort fällt hier der Flugverkehr auf, ununterbrochen. Der John F. Kennedy Flughafen liegt nur 7 Kilometer Luftlinie entfernt. Ausgerechnet hier wohnt Scott, den Flugzeuge am Himmel noch immer ängstigen. Ich weiß nicht, ob es zur Therapie gehört, bei einem Flughafen zu wohnen. Ich habe ja schon vor dem 11. September beschlossen, hier zu leben. Ich liebe den Strand, ich surfe gerne. Ich fahre gerne Rad und lasse mich im Ozean treiben. Ich ziehe doch nicht um, nur wegen dem Flughafen nebenan. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wo ich zu leben habe, von diesen Terroristen, die meine Stadt hochgejagt haben. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Scott hat sich vorgenommen, zum World Trade Center zurückzukehren. Zum ersten Mal seit 20 Jahren. Er hofft, dass ihm das mehr Ruhe bringt und sich die Spannungen mit seiner Verlobten legen. So weit ist Richard noch nicht. Sein körperlicher und seelischer Zustand belasten auch sein Verhältnis zu anderen. Manchmal stößt er mit seinem Verhalten seine Schwiegereltern vor den Kopf. Und seine Frau klagt, dass ihre Beziehung sich immer weiter verschlechtert. Er für sich und ich für mich. Jeder muss da quasi alleine durch, denn er erlebt etwas anderes als ich. Ich mache mir Sorgen um ihn. Und er sorgt sich um seine Gesundheit und wie er das alles schaffen soll. Manchmal wird er wütend oder ist frustriert, weil das, was er früher konnte, jetzt nicht mehr geht. Das alles macht er mit sich selbst aus. Und für mich geht es darum, wie ich diesen Menschen unterstützen kann. Aber auch ich bin traurig, wütend und deprimiert. Weil mein Leben nicht mehr so ist wie früher. Scott
Auf die Frage nach ihrem früheren Leben antwortet Norma Hardy, welches? Die Ex-Polizistin sorgte für die Sicherheit des World Trade Centers. Sie entkam dem Tod gleich zweimal. Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 und jenen fast schon vergessenen vom 26. Februar 1993. Sie will über beide gleichermaßen sprechen. Ich will, dass die Welt Bescheid weiß. Sie darf nicht vergessen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass niemand die Anschläge von 1993 vergisst, noch die Anschläge von 2001. Denn die Leute vergessen oft, dass das nicht der erste Anschlag hier in New York war. Und das ist mir sehr wichtig. Deshalb spreche ich über beide. Für mich ist es wie ein Wunder, dass ich hier heute mit Ihnen darüber sprechen kann. Das ist meine Art, mit meinem eigenen Trauma umzugehen. Und hoffentlich hilft das auch anderen Menschen dabei, ihr Trauma zu begreifen und damit umzugehen. Norma Hardy weiß noch nicht, ob sie dieses Jahr bei der Gedenkfeier dabei sein wird. Der Termin am 21. September 2021 fällt mit dem Rückzug der US-Soldaten aus Afghanistan zusammen. Ein Militäreinsatz als Antwort auf die Anschläge auf das World Trade Center. Die Überlebenden sehen den Rückzug unterschiedlich. Ich liebe mein Land, aber ich finde, sie haben das alles nicht richtig zu Ende gebracht. Sie rücken an, verjagen den Bösewicht und dann hauen sie wieder ab. Aber es gibt ja noch 30 andere Bösewichte, die dann nachrücken. Das alles muss man bedenken. Ich bin kein Politiker. Aber wir müssen etwas unternehmen, um diesen ganzen Wahnsinn zu beenden. Krieg ist nicht die Antwort auf alles. Es ist erschütternd zu sehen, wie diese jungen Männer und Frauen heimkehren, mit den gleichen Problemen wie ich oder noch schlimmer. Und es sind nicht nur Amerikaner, es sind Soldaten der Welt. Nicht nur die Amerikaner, sondern die Soldaten auf der ganzen Welt. In Afghanistan leben auch Menschen. Sie hassen die Amerikaner nicht. Es geht doch nicht um Hass, sondern um Politik. Ich hoffe, dass dieser Krieg aufhört und die Länder miteinander in Frieden leben werden. Und wieder Menschlichkeit und Mitgefühl einkehren. Ich habe in der Armee gedient. Ich habe gelernt zu töten. Wir sollten nie in Länder gehen, in denen wir nicht willkommen sind und anderen unseren Glauben oder unsere Ideologie aufzwingen. Menschen, die schon seit Tausenden von Jahren auf ihre Weise lebten, lange vor unserer Ankunft. Ich denke, wir waren zu lange dort. Ich sorge mich um die Menschen, die wir jetzt zurücklassen. Sie haben uns all die Jahre geholfen. Und was wird nun aus ihnen? Das macht mir am meisten Sorgen. Ich bin froh, dass die Truppen dort heimkehren, aber ich sorge mich um die Menschen, die zurückbleiben. Nach der Rückkehr finden auch manche Soldaten nur schwer in ein normales Leben zurück, wie die Überlebenden vom World Trade Center. Und wie viele Menschen hinter diesen Fenstern leiden heute noch immer still unter den Folgen des 11. September 2001? 20 Jahre nach den Anschlägen könnte Amerika die Augen öffnen und erkennen, dass die Wunden nicht bei all seinen Helden verheilt sind. Sie versuchen, so gut es geht, sich selbst wieder aufzubauen. Tag für Tag im Stillen und fernab der Öffentlichkeit.